Okay, ich muss mal überlegen. Also die Mission haben wir jetzt hier schon mal abgeschlossen. Die drei nehmen, beziehungsweise zwei und die eine Hauptmission. Das heißt, wir können eigentlich schon so langsam uns wieder auf den Rückweg machen. Nach Sion. Das ist nur die Frage, wie kommen wir da hin? Ja, ich glaube, wir sind hier schon mal auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir halt auch wieder an allem vorbei. Gibt es bestimmt eigentlich noch so viel einzusammeln. Ich glaube, da hinten war ich da schon. Doch, ich glaube, da war ich schon. Das war ja das mit dem Wasser. Was haben wir hier? Das sieht eigentlich auch aus, als wäre ich hier noch nicht gewesen. Oh, ich befinde mich im Kampf. Na toll. Mit wem denn? Ich. Den Code habe ich natürlich auch nicht. Ich frage mich, ob diese Kisten, die man findet, aber dann doch noch nicht öffnen können, auf der Karte wenigstens markiert bleiben. Und ich glaube fast nicht. Schade, schade. Ob wir die so einfach wiederfinden hier. Ah, hier unten, genau, hier war ich nämlich auch noch nicht. Da wollte ich ja noch hin. Oh, bitte nicht runterfallen. Hier scheint jetzt nicht wirklich noch was rumzuliegen, glaube ich. Hey, so tief wollte ich eigentlich nicht. Komme ich jetzt hier wieder raus? Na toll, jetzt häng ich fest, oder wie? Na toll. Ich versuche mich hier gerade mal kurz auszu... Ach ja. Tja. Jetzt aber. Sehr gut. Geschafft. Dann gehe ich eben wieder hier rum.
Habe ich das Lager schon aktiviert? Ja, das ist schon aktiviert. Aber ich schaue noch mal kurz. Habe ich jetzt noch Skillpunkte oder so übrig? Nein. Okay. Also ein bisschen rechts halten, beziehungsweise erstmal mal nach hinten gehen und dann eher links. Also hier. Was? Hier echt? Ist da ein Weg? Ach hier. Und beim Kran, da war ich glaube ich auch noch nicht. Versorgungskiste. Ich change jetzt noch mein Outfit. Hier schon an diesem Kugelding? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war hier überhaupt noch gar nicht. In dieser Ecke. Oh. Ich möchte den größten Laden in Xion bauen. Große Träume sind doch nicht verboten, oder? Verdammt, ich hätte mich nicht den Scavengers anschließen sollen. Ich liebe einfach die Musik, ich sag's immer wieder. Die ist richtig gut. Gefällt mir einfach richtig gut die Musik in diesem Spiel. Das ist ganz schön hoch. Ich glaube, weiß ich jetzt nicht, ob ich da einfach runterspringen sollte. Vielleicht gibt es da auch einen Weg. Da scheint aber auch hier irgendwie noch, wenn ich das scanne, da ist noch jemand drunter. Aber wie kriege ich den da raus? Vielleicht eine Bombe droppen? Nee. Ah. Oh, da fehlt wahrscheinlich wieder Strom oder so. Wie komme ich denn da hin? Muss ich jetzt echt den ganzen Weg da außen rum? Da ist auch noch eine Straße, wo man drüber laufen kann. Mein Gott, das ist wirklich ein sehr großes Areal. Dann werde ich jetzt das einfach mal wagen und da versuchen, irgendwie runterzukommen.
Also hier waren die Kisten. Aber hier komme ich ja auch gar nicht rüber. Naja, dann muss ich ja jetzt wieder dahin, wo ich schon hergekommen bin, oder nicht? Oder war das hier? Nee. Aber, boah, das war wieder knapp. Naja, gut, geschafft. Gut, dann gehe ich erstmal hier vielleicht auf die Straße. Gleich. Und scannen. So, Telefonzelle, die erstmal aktivieren. Wobei ich glaube, die war schon aktiviert, oder? Nee. Okay. Ah ja, ja, da geht es ja auch noch runter. Und ist auch noch sehr tief. Na gut, dann erstmal hier. Wie weit soll ich denn mal nach unten? Ist die Frage. Oder ist da Wasser? Nee. Boah, wenn ich da jetzt runterspringe, weiß ich nicht, ob ich da wieder hochkomme. Und ich glaube eh nicht, dass ich da hin soll, oder? Aber da unten ist auch noch eine Kiste, wie es aussieht. Aber wie komme ich denn da runter? Ist da irgendwas mit Abseilen nochmal? Nee. Soll ich es jetzt einfach riskieren? Ah, hier sieht es aber auch gar nicht so schlecht aus. Wegtechnisch. Nur risky. Geht ihr auch auf. Wow, noch eine Dose. Gott sei Dank, dass wir die noch entdeckt haben. Ganz am Ende brauchen wir die bestimmt noch. Geht wahrscheinlich auch gar nicht weiter. Das war jetzt wahrscheinlich wirklich nur für die Dose. Ah, aber da unten geht es auf jeden Fall noch mal weiter. Nach unten. Also da geht es auf jeden Fall auch lang. Wahrscheinlich auch nur da, okay. Oh ja, ob wir das alles wieder hochkommen, unversehrt. Oh. Jetzt sind wir auch fast schon unten angekommen. Könnte aber auch schon wieder irgendwie hier sowas Bosskampfartiges geben. Oh, wenn das Areal hier irgendwie so groß ist, die Fläche. Hier ist auch irgendwie nichts. Ah, doch, Gold da hinten. Ah, da kommen wir aber noch gar nicht rein. Adam, hast du einen Tipp für mich? Vielleicht. Ja, also da geht's, glaube ich, echt jetzt noch nicht durch. Naja, auch nicht schlimm. Ah, ich habe eine Vermutung fast. Obwohl, ob das in den U-Bahn-Schacht geht, aber das hier wäre eine seltsame Stelle für einen U-Bahn-Schacht, aber vielleicht. Ja, da kommen wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt dann doch nochmal hin. Dann mal wieder nach oben.
bitte nicht fallen. Sieht gut aus. Ich habe die Musik eh vermisst, da unten. Da oben kann man aber, glaube ich, auch noch lang. Das sieht auch schon wieder verdächtig aus. Hier. Naja, nehmen wir die Abkürzung. Oh, wow, wow, ob wir darüber kommen, aber ich denke schon. Ja. Gegner im Anmarsch. Und wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, oh. Ich bin gleich tot. Oh nein, das hat mich ganz schön gekillt. Ich hoffe, wir haben jetzt alles von da unten. Also nochmal gehe ich da jetzt, glaube ich, nicht runter. Was ist denn? Ich glaube, das war das. Ich treffe das. Boah, das ist ja richtig. Oh, ich treffe hier gar nicht. Oh, jetzt ist meine Munition leer. Will ich mal leer. Oh! Ich verstehe ihn nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt zuzukriegen ist. Vielleicht ignoriere ich den mal kurz und versuch's einfach mal. Nein. Aber vielleicht habe ich jetzt wenigstens wieder meine Muni. Du Ei. Nein, natürlich nicht. Na gut. Dann versuche ich es mit den Raketen. Nein! Ich kann nicht mehr. Naja, wenigstens sind wir schon mal hier. Ah. Das ist nicht allzu schlecht. Oh, Scheiße. Das will irgendwie gar nicht kaputt gehen. Warum will es nicht? Jetzt bin ich auch gleich schon wieder tot. Natürlich. Nee, also. Da kann auch irgendwas nicht stimmen.
dann mache ich es jetzt einfach schnell, hol mir das, was da gedroppt wurde und verziehe mich da wieder. Oh, ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr, Leute. Also, was soll man dazu sagen, ne? Gar nichts am besten. Einfach nichts dazu sagen. Ignorieren. Ganz seltsam irgendwie, dass die Raketen da nicht greifen. Okay, das wollte ich nur schnell einsammeln. Are you kidding me? Ich wollte doch gerade ausweichen, aber wahrscheinlich habe ich das jetzt dann wenigstens. Ich muss das jetzt aber nachsehen, weil das war schon wichtig, was der gedroppt hat. Also ich kann einfach nicht mehr hier dieses Ding. Einfach härter als so ein Netiber. Naja, Leute. Man könnte ja meinen, ich mache es mit Absicht, aber... ist halt wirklich ein bisschen tricky. Okay. Ja, und dann auf einmal schießt du so völlig daneben. Das macht ja auch keinen Sinn. Okay. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich verstehe nicht. Vielleicht... ich scanne mal kurz. Vielleicht kann man irgendwas... das Abschießen, dass der Kran da runterfällt. Vielleicht ist da auch die ganze Zeit was davor und deswegen wird es nicht getroffen, aber ich kann halt auch nicht ranzoomen. Ganz seltsam. Naja, also ich glaube, ich riskiere das jetzt hier nicht unnötig. Ja, wir sind wenigstens wieder auf der richtigen Seite. Daran wollte ich ja jetzt. Das Lager, Lager, yes. Wollen wir auf jeden Fall mal aktivieren. Ist auch eine Request List. Okay, ich muss mich in Xayah befinden, um Aufträge anzunehmen, erstmal. Ich glaube, hier habe ich jetzt aber auch nichts. Hier vielleicht. Es sind null verfügbar, ja, ich habe die alle verbraucht. Ah, Moment, ich kann einfach mal hier ein bisschen...
Also da oben ist immer noch der Mensch. Und hier unten irgendwas, was man aktivieren kann, damit der Strom da oben wieder läuft oder so. Ja, hier scheint irgendwie auch kein Strom zu sein. Keiner der Automaten will funktionieren. Piep, dies ist der Privatbereich von D16 oder nee, D1G2R. Beschädigen Sie bitte nichts und entwenden Sie keine Schrottteile. Falls Sie geschäftlich hier sind, begeben Sie sich bitte zu den nächstgelegenen Mülldeponie. Zu den nächstgelegenen Mülldeponie. Oh, wie sind wir denn hier gelandet? Oh, reden? Ich kann mit dem reden? Moment. Ah, okay. Okay. Der will sich nicht zerschlagen lassen, oder was? Echt nicht? Kann ich den vielleicht... Nee. Seltsam. Bin ich auch immer noch ein Mensch. Wie kommen wir da hin am besten? Wahrscheinlich außen rum. Da muss ich irgendwie rein. Okay, Moment. Wie komme ich denn da rein am besten? Jetzt. Beta-Kern. Oh, okay, jetzt haben wir wieder maximale Beta-Kern erhöht. Beta-Energie nicht. Okay, super. Lässt mich hier irgendwie nicht ganz locker mit diesem Mensch und der Klappe da oben und so weiter. Da muss doch irgendwie was gehen.
Noch eine Versorgungskiste. Kommuniziert auf dem Kanal des Landetrupps. Warte kurz, ich checke das. Das scheint keine Absicht zu sein. Das Signal wird auf mehreren Frequenzen übertragen. So oder so. Ich werde schon anvisiert. Ich weiß, was das ist. Das Signal kommt vom Schrottplatz nördlich der Trümmerfelder. Das wird dir gefallen. Es kann nicht schaden, sich das mal anzusehen. Also, falls dir nach etwas Nachbarschaftshilfe zumute ist. Gerne doch, aber ich muss mal kurz schauen in der Einstellung, weil jetzt eben Controller-Lautsprecher manchmal aus, weil das kam eben durch den Controller, das habt ihr dann ja kaum gehört, wahrscheinlich, weil es gar nicht im Game selbst irgendwie dann zu hören war. Brennt erstmal ab. Ich warte erstmal. So. Bin ich hier denn überhaupt richtig für diese Nachbarschaftshilfe für Sache oder? Da unten ist auf jeden Fall eine Kiste. Ich mach das mal kurz. Okay. Das Öl kann man auf jeden Fall brennen lassen. Das sah gut aus. Oh, da sind noch zwei Sachen. Wer weiß, ob da auch noch was ist. Schieße ich das lieber auch noch mal ab. Ich glaube, da ist nichts. Oder? Sieht nicht so aus. Hier war, oder? Da ist irgendwas. Da auch noch ein bisschen Gold. Das mit der Nachbarschaftshilfe war wahrscheinlich für hier gemeint. Piept.
Dienstleistungen für das Gebäudemanagement im Dienstbereich und dann irgendeine lange Nummer erforderlich. Feuer ausgebrochen, Feuer ausgebrochen, Feuer ausgebrochen, Feuer wird gelöscht. Nicht genügend Energie, nicht genügend Energie. Aufgabe konnte nicht abgeschlossen werden. Weitere Servicedrohne wurde gerufen aus der Umgebung. Baldiges Eintreffen. Administrator wurde benachrichtigt. Administrator wurde benachrichtigt. Keine Antwort, keine Antwort. Service Operator. Hin. Das ist eine gute Frage. Nein. Also ich bleib erstmal noch da unten. Das ist nicht auch ein Lager, was ich aktivieren kann auf jeden Fall. Ich bin schon wieder im Kampf mit diesem Ding. Trinksystemverbesserung und Modifikationszug. Ich hoffe, ich kann beides machen. Yes. Sehr gut. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Das ist natürlich irgendwie nichts Neues dabei. Ah, Drohne. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Okay. 50 Ray-Patronen. Upgrade den Scanner der Drohne, verringert die Abklingzeit von Scan um 30%. Das nehme ich auf jeden Fall auch. Oh, das ist ja cool. Das ist natürlich auch gut, um die Dosen zu finden, aber ich nehme jetzt auf jeden Fall mal noch. Ne, ich kann ja gar nichts mehr nehmen. Ich habe nur noch einen Point übrig, aber ja. Soweit erstmal so gut. Fähigkeiten habe ich, glaube ich, jetzt auch noch nicht genug. Ja, soll ich das jetzt anklicken, dann werden halt alle Gegner hier wieder belebt. Nee, mache ich noch nicht. Kam da aus der Erde. Hier kann man auch wohl hoch. Ist hier was Besonderes? Erstmal hier. Ja.
Hier liegt noch jemand. Viele Jahre sind seit dem Untergang der Kolonie vergangen. Obwohl die Engel von Himmel herabstiegen, ist die Erde doch noch immer verseucht von Naitibas. Warum gibt es nicht mehr von diesen Engeln? Und eine stramme Person. Einfach Treasure Hunting hier. Ah, okay, das war das Lager, wo wir eben waren, ja, oder? Ja, doch, das war das. Wieso steht da aber Objekt? Was für ein Objekt? Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Und was ist das da? Schrottplatz. Position. Da ist also wohl auch noch eine kleine Nebenmission oder irgendwas. Glaube ich zumindest. Könnte sein, oder? Oder war das das mit dem Motorrad, wo wir schon waren? Das könnte natürlich auch sein. Nee, obwohl nein. Das ist schon richtig. Da könnten wir auf jeden Fall noch hin. Gehen wir rechts rum oder links rum? Ich glaube, ich gehe links rum, aber hier muss doch irgendwie. Ich kann mal kurz den hier erledigen. Hallo? Ist auch noch was. Ups, wenn man genau hinguckt. Ja,
Schon wieder so viele Gegner. Auf jeden Fall auch noch Zeug. Da hinten dann auch noch. There's a lot. Kommen wir denn da hoch? Ah, da hinten ist irgend so ein Leiterabschnitt, aber da kommen wir wahrscheinlich nicht ran. Hm. Ja, wie könnten wir denn da hoch? Haben wir hier irgendwie was zum draufstellen? Ist ja auch so verdächtigerweise wie so eine Art Rampe. Hm. Nee. Das wird aber so nichts. Ja, das weiß ich gerade dann noch nicht. Das war aber, glaube ich, noch nicht alles. Da müsste noch ein Schalter oder sowas sein. Oh nein! Wieder eins dieser Dinger. Oh. Vor allem frage ich mich halt einfach, kann man die denn überhaupt killen oder nicht? Ob ich mich hier so dahinter verstecke, aber... Oh, okay, man kann sie killen. Das dauert nur und man muss gut treffen. Das heißt, ich war wahrscheinlich einfach zu weit weg auch vorhin. Dazwischen. Was war das jetzt? Das wurde wieder abgesenkt. Ah, okay, wahrscheinlich ist das dann auch auf Zeit. Und dann wurde wahrscheinlich auch ja, die Plattform da hinten ist natürlich wieder nach oben gegangen. Aber ich verstehe auch, dass ich dann keinen zweiten Schalter brauche, weil es geht ja dann auch mit dem einen. Ich muss einfach drauf und kurz warten. Aber lass mich hier noch mal kurz dann einsammeln, dass hier nichts so rumfliegt. Kurz mal von oben. Vielleicht erledige ich aber auch erstmal noch den zweiten. Oder? Mein Gott, da muss ja was ganz Tolles drin sein, wenn es so schwer ist, da ranzukommen. Na gut, ich renne einfach hin. Das ist aber ganz schön weit, wie der Laser einen... Boah. Wie der Laser einen treffen kann. Ja, ich hab's geschafft.
Wahnsinn. Boah, der Laser ist ja ganz schön, der geht ja ganz schön weit. Okay, let's not nice. Schnell öffnen. Alles für eine Dose. We are risking our lives out here for a dose. For a dose. Oh, Moment. Dann gehe ich mal lieber den safe Weg. Zumindest ein bisschen safer vielleicht, ja. Okay, wahrscheinlich muss ich da hinten dann aber auch jetzt nicht mehr hin. Da war jetzt nichts mehr. Oder? Warum ist die Musik dann so unentspannt? Okay, nee, der hat auf jeden Fall, dann nehme ich einfach den hier nochmal schnell und dann sollte ich das damit erledigt haben. Okay, warum bleibt die Musik denn so unentspannt? Ich möchte gerne wieder die entspannte Musik. Sieht doch auch wieder verdächtig aus, als ob da irgendwas Cooles drin sein könnte. Oh. Fehlt uns natürlich wieder ein Code. Ganz toll. Uns fehlen mittlerweile schon so viele Codes. Wie soll man denn da rüberkommen? Ist da überhaupt was? Not sure. Probably not. Aber irgendwo. Soll ich es mal versuchen? Oh, okay, sie kann das sogar. Auch schon wieder was Neues. Das haben wir auch bisher noch nicht erlebt, dass sie sowas macht. Ja, nice. Das ist doch schon mal nett. Geht's auch wieder nach unten. Ich glaube, die Tür haben wir vorhin schon gesehen. Von der Ferne aus. Da ist auf jeden Fall ein Mensch dahinter. Maximale Leistungspunkte erhöht. Beziehungsweise für die Erhöhung 2 Punkte von 3 erreicht. Ach ja, jetzt fängt die Musik aber doch an. Aber ich glaube, das soll da nicht so sein. Das ist wahrscheinlich da einfach nur falsch getriggert, dass die Musik die ganze Zeit jetzt läuft, weiterläuft so. Ja, seltsam, dass hier so ein großes Areal ist, aber hier irgendwie gar nichts so wirklich ist. Gerade. Ja, wir sind aber auch noch nicht ganz richtig. Ja.
Naja, also ich muss jetzt noch mal ganz kurz da hoch, um vielleicht irgendwie diese Drohne oder nicht Drohne, dieses Geschütz da auszuschalten, damit das vielleicht aufhört, diese Musik, falls es irgendwie damit zu tun hat, aber vielleicht hat es auch gar nicht damit zu tun, muss es doch so sein. Man kann das natürlich auch gar nicht mehr auswählen jetzt, weil wir das ja schon abgeschlossen haben. Naja. Kann man das vielleicht trotzdem abschießen? Probably not. Oder? Mhm. Laufen. Ja. Nee, das will nicht. Tja. Then that's what it is. Ich bin aufgrund eines Vorfalls nur beschränkt mobil. Daher bitte ich höflichst um Hilfe. Ja. Ich bin auf dem Weg, aber ich gucke mich trotzdem noch kurz ein bisschen um. Auf jeden Fall interessant, was da vorne schon abgeht. Oh, wow, das ist ja auch schon wieder hier. War ich da schon? Ich glaube hundertprozentig eigentlich nicht. Was haben wir denn hier? Was ist das? Hm. Oh, Moment. Komm ich denn da hoch? Kommt die da hoch? Ah, okay. Gucken. Nein, sieht gut aus. Ah, Moment, da liegt aber ein Mensch. Vielleicht ist das die Person, die ganze Zeit redet. Ich muss da jetzt, obwohl die ist wahrscheinlich schon wieder oben oder wie. Kommt man da hoch? Schafft ja sowas immer seltsamerweise, aber hier dann doch nicht. Telefon, das ist noch nicht aktiviert. Dann gehe ich da mal hin. Oh, endlich diese Musik. Zwischenstation aktiviert. Wo sind wir da oben? Okay. Bitte sag, dass die Musik nicht weitergeht. Ja, sehr schön, sehr schön. Das wollte ich doch. Ich glaube, da war echt, das war irgendwie ein Fehler. Ich glaube, das sollte nicht so sein, dass die ganze Zeit so weiterläuft, diese Musik. Schau doch mal kurz auf der Map, wo ich jetzt gerade lang gehen würde. Das ist der falsche Weg, also ich muss eher zurück.
hier runter. Symbol ist. Ah, das ist die Drohne, okay. Verstehe. Wahnsinn. Aber war das da vorhin, wo ich war? Nee, das war noch anders. Also hier war ich wirklich noch gar nicht. Richtiges Ohrwurmlied. Ich frage mich, ob es das Lied auch mit in dem Soundtrack ist, wenn man den auf Spotify oder so hört. Weil den gibt es da ja wohl angeblich irgendwie. Ich benutze selber aktuell kein Spotify, deswegen kann ich das nicht genau sagen, aber... Die Lieder, die ich bisher im Internet gefunden habe zu dem Spiel, das waren eher relativ wenige und auch ganz andere. Eher so diese Musik, wenn man im Lager sitzt oder so. Und ganz ehrlich, also das ist ja nichts im Vergleich zu, wenn du hier ein bisschen mit Vocals was hast. Das sind schon Special-Lieder, aber das im Lager ist natürlich entspannt und so, aber das ist ja jetzt auch nicht, weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht dauernd hören, so. Ich finde auch vielleicht, also es wäre schon schön, wenn im Lager vielleicht noch irgendwie mit einem Update ein bisschen mehr verschiedene Lieder dazukommen, weil wir haben ja nur 3 aktuell dafür und das ist dann doch auf Dauer ein bisschen eintönig. Passt irgendwie auch nie so richtig zum Rest der Musik, finde ich, der Vibe, aber ja, ist halt auch ein Lager, ne? Ist halt ein Pausemoment der Ruhe. Also hier sind wir auch in allem wieder angekommen. Dann schaue ich nochmal hier in den Shop. Nein, da lässt sich jetzt auch soweit nichts upgraden. Dann setze ich mich noch mal nieder. Und würde auch sagen, das ist dann der perfekte Moment, um diese Folge vom Let's Play zu beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vielleicht habt ihr es gemerkt, dass die Let's Plays davor, also dass die Folgen vor dieser Folge aus der Reihe, eher abrupt geendet sind. Aber ich habe da einen Livestream gemacht, der ging ziemlich lang und daraus habe ich dann die Folgen geschnitten eben. Deswegen ist da kein Intro oder Outro noch mit dabei und ja, was soll ich sagen, mit der Qualität bin ich jetzt persönlich auch nicht ganz so zufrieden. Leider war mir nicht bewusst, dass wenn man einen Livestream macht und der zu lange dauert, also in Augen von YouTube, dass man das dann nicht mehr kürzen kann hinterher und da einzelne Parts rausschneiden kann. Das geht ab einem gewissen Punkt nicht mehr wohl. Und deswegen hatte ich richtige Probleme, diese einzelnen Folgen überhaupt noch rauszubekommen aus diesem langen Livestream.
Und das ist mir jetzt leider final erstmal fürs Erste nur mit etwas verminderter Qualität gelungen. Deswegen mache ich das jetzt ab sofort aber auch anders und hoffe, dass dann die Qualität jetzt auf jeden Fall wieder so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und dann mache ich eben einzelne Folgen und nicht einen langen Livestream. Das ist ja auch in Ordnung, für mich vielleicht sowieso noch besser, aber dafür nehme ich mir vor, dass ich dann immer im richtigen Moment das einfach im Camp mache, dass ich dann immer in so einem Lager mich hinsetze und dann ist das doch der perfekte Ort, um eine Folge anzufangen und zu beenden, weil die ja auch hier gespeichert werden, also der Story-Fortschritt, und dadurch geht auch nichts verloren. Alles klar, also dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht's gut.